Die Staatsanwaltschaft Osnabrück ermittelt jetzt wegen des Verdachts der Strafvereitlung mit. Hausdurchsuchung bei Olaf Scholz? Ja, aber nicht im Bundeskanzleramt, sondern im Ministerium. Diese Meldung ist von 2021. Heute gab es einen Verhandlungstag im Wirecard-Prozess in München und es hat hier eine Chefermittlerin der Commerzbank ausgepackt. Jetzt gibt es neue belastende Hinweise gegen unseren jetzigen Bundeskanzler Olaf Scholz und damaligen Bundesfinanzminister. Die Razzia war Anfang September 2021, kurz vor der Bundestagswahl damals, und es ging um nicht beteiligte Dritte. Damit herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Nochmal, um das Ganze kurz einzuordnen. Olaf kann sich ja meistens an nicht viel erinnern. Ich kann mich an nichts erinnern. Also große Erinnerungslücken. Die vielen, vielen Erinnerungslücken. Die vielen, vielen Erinnerungslücken. Doch wir sind gar nicht bei Cum-Ex, wir sind bei Wirecard. Ob er da so viele Gedächtnislücken hat, das wird die Zukunft jetzt erst noch zeigen müssen. Worum geht es im Konkreten? Ihr kennt sicherlich noch Wirecard, der Milliardenbetrug, der es in den DAX geschafft hat, der 2020 aufgeflogen ist und die größte Pleite eines DAX-Konzerns in der deutschen Geschichte bisher dargestellt hat. Es ist auch der größte Finanzbetrug in diesem Land, zumindest von dem wir bisher wissen. Vielleicht gibt es ja noch unentdeckte größere Finanzskandale. Doch um was geht es jetzt hier konkret? Die Durchsuchung 2021 hat bei Olaf Scholz als unbeteiligtem Dritten stattgefunden. Es geht um die FIU, die Financial Intelligence Unit des Zoll, die Ermittlungsbehörde quasi für Geldwäsche-Verdachtsfälle, die beim Zoll angesiedelt ist. Sie sitzt in Köln und sie ist untergliedert beim BMF, beim Bundesministerium der Finanzen. Damaliger Chef Olaf Scholz. Somit ist er auch politisch verantwortlich. Es geht also um eine Behörde, die Geldwäsche-Verdachtsmeldungen prüfen sollte. Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist, dass die Staatssekretäre auch mit direkt involviert sind. Dr. Markus Kerber und Jörg Kukies. Jörg Kukies, enger Vertrauter von Herrn Scholz, ist ihm nachgefolgt, sitzt aktuell im Kanzleramt weiterhin als einer seiner engsten Berater. Herr Kerber ist noch bei anderen Firmen Aufsichtsratmitglied und ist dann auch aus dem Bundesdienst wieder ausgeschieden 2021. Er wurde quasi mit der Ampel entsorgt. Allerdings ist Herr Markus Kerber derjenige gewesen, der vom BMF im Aufsichtsrat der Commerzbank gesessen hat. Und genau von dieser Commerzbank waren heute Personen geladen beim Landgericht München, um ihre Aussage zu tätigen. Und jetzt wird es hier nämlich so langsam etwas kriminell. Die Commerzbank, sie hat nämlich herausgefunden, dass Wirecard ein Betrugsverein ist. Und zwar Anfang 2019. Eine Betrugsspezialistin hat es aufgedeckt, und zwar nach den vielen Presseberichten, die es ja gegeben hat bei der Financial Times schon Jahre zuvor, ist die Bank dann irgendwann unruhig geworden. Die Betrugsspezialistin im Haus der Commerzbank hat 340 verdächtige Überweisungen in einer Gesamthöhe von 350 Millionen Euro ausfindig gemacht. Sie hat herausgefunden, dass 19 Wirecard-Partnerfirmen alle in einem einzigen Singapurer Wolkenkratzer mit einer einzigen Adresse residieren, mit dem gleichen Personal in unterschiedlicher Konstellation in allen Firmen. Zitat dieser Spezialistin: Das war für mich ein Hinweis, dass es sich um ein Geflecht von Scheinfirmen handeln könnte. So hat sie es heute gesagt beim Gericht in München. Im Februar 2019 meldete die Commerzbank diese Fälle der Financial Intelligence Unit, der für Finanzkriminalität zuständigen Ermittlungsbehörde des Bundes, Chef Olaf Scholz. Es gab keine Reaktion dieser Intelligence Unit. Die Bank hat danach auch die Finanzaufsicht BaFin informiert, weil die Financial Intelligence Unit nicht reagiert hat. Also, die Commerzbank hat herausgefunden, dass Wirecard ernsthaft ein Betrügerladen ist. Sie gehen in Deutschland den Meldeweg, und zwar zur Financial Intelligence Unit. Da meldet sich einfach keiner. Und dann gehen sie zur BaFin. Und was die BaFin gemacht hat, das zeige ich euch gleich. Wir gehen jetzt hier weiter, wie es denn darum dann in der Commerzbank weiter abgelaufen ist. Nach Angaben des früheren Risikovorstandes Markus Kromig der Commerzbank beschloss die Commerzbank während der gravierenden Geldwäsche und anderer Verdachtsmomente im Frühjahr 2019 einen Soft-Exit
um die Geschäftsbeziehungen mit Wirecard zu beenden. Zitat des Risikovorstandes: Das kann so nicht weitergehen, das müssen wir exiten, wurde heute so ausgesagt vom Landgericht München. Und das ist jetzt besonders spannend. Die Commerzbank war die führende Bank für den Konsortialkredit, den 15 weitere Banken in Höhe von 1,75 Milliarden Euro Wirecard eingeräumt hatten. Von dieser eingeräumten Kreditlinie wurden 1,6 Milliarden auch abgerufen. Die sind dann am Ende verbrannt. Die Commerzbank ist auf ihren Kosten sitzen geblieben, denn sie haben es nicht geschafft, auszusteigen. Man hatte hier überlegt, ob man diesen Kredit vorläufig kündigen will, was rechtlich gesehen nicht möglich gewesen wäre ohne Verurteilung bei der Geldwäsche. Also hat sich die Commerzbank dazu entschieden, bei der regulären nächsten Verlängerung dieses Konsortialkredites auszusteigen. Das ist besonders spannend. Die Commerzbank beschließt einen Soft-Exit. Und in der Commerzbank sitzt im Aufsichtsrat ein Mitarbeiter des Bundesministeriums der Finanzen. Rechte Hand von Olaf Scholz damals. Und jetzt schauen wir uns mal an, was denn damals die zuständigen Behörden wann gemacht haben. Und zwar hat die BaFin, die im Frühjahr 2019, Februar, März ungefähr, informiert wurde von der Commerzbank, dass die Commerzbank Geldwäsche-Verdachtsmomente mit Scheinfirmen gefunden hat. Ja? Die haben das gefunden, weil die Konten bei der Commerzbank gelaufen sind. Da ist die BaFin im April 2019 hingegangen, also 2 Monate später, und hat Strafanzeige wegen Marktmanipulation gegen mehrere Personen erstattet. Die BaFin hat damals die Staatsanwaltschaft München I eingeschaltet, die jetzt gegen Herrn Braun ermittelt, und darauf hingewiesen, dass auch Insiderverstöße in Frage kommen, sofern ein manipulatives, kollusives Zusammenwirken der Autoren der Financial Times Berichte und der Shortseller nicht nachgewiesen werden kann. Das von der Staatsanwaltschaft München I daraufhin eingeleitete Ermittlungsverfahren dauert bis heute an. Es ist noch nicht abgeschlossen. Am 15. April 2019 informierte die BaFin das BMF darüber, dass sie die Strafanzeige erstattet habe. Zuvor hatte die BaFin das BMF darüber informiert, dass sie aufgrund ihr vorliegender Informationen und im Rahmen laufender Untersuchungen eine Strafanzeige wegen eines möglichen Verstoßes gegen das Verbot der Marktmanipulation zur Wirecard AG geprüft habe und zu bestellen beabsichtige. Leute, schwarz auf weiß werden wir hier verarscht. Sie schreiben im April, dass sie denken, Leute spinnen und erfinden die Geschichte um Wirecard. Obwohl die BaFin vorher die Meldung der Commerzbank, der Hausbank der Wirecard AG bekommen hat, wo die Commerzbank sagt, wir haben 350 Millionen Euro aus 340 Überweisungen in 11 Scheinfirmen, alle an eine Adresse. Wir haben große Bedenken der Geldwäsche und des Betruges. Danach geht die BaFin hin, die auch diese Informationen hat, und macht genau das Gegenteil. Anstatt hier zu ermitteln gegen Wirecard und so weiter, nein, sie sind gegen alle anderen vorgegangen. Ja, wer hat da Einfluss genommen? Das würde mich jetzt mal interessieren. Wer hat da Einfluss genommen? Und weil das Ganze natürlich noch nicht genug war, es gibt ja nicht nur einen Staatssekretär, nein, es gibt ja noch einen zweiten meistens. Und es gibt jetzt hier Herrn Cookies, den Namen hatte ich schon erwähnt. Es gab ja auch Herrn Kerber. Herr Kerber war der Aufsichtsratsvorsitzende, der quasi wusste, weil auf Vorstandsebene die Kündigung des Wirecard-Kredites eben diskutiert wurde. Er wusste also Bescheid, dass die Commerzbank aussteigen möchte, weil sie Geldwäsche-Verdachtsmomente selbst gefunden hat. Dann gab es ein Treffen zwischen eben dem anderen Staatssekretär, Jörg Cookies, also dem Partner davon, und dem Vorstand der Wirecard AG, also Herrn Braun. Ja, und wann? Am 5. November 2019. Leute, es ist phänomenal, wie sie uns hier versuchen zu verarschen. Sie versuchen uns den ganzen Tag zu verarschen, und weil das noch nicht genug war, ihr kennt Fabio De Masi, Hauptverantwortlicher für die Wirecard-Ermittlungen, er hat hier eine Frage gestellt, wie viele Geldwäsche-Verdachtsmeldungen mit Bezug auf Wirecard hat die Commerzbank Aktiengesellschaft zwischen Januar 2019 und Oktober 2019 an die Financial Intelligence Unit weitergeleitet und wie viele davon sind an Strafverfolgungsbehörden und so weiter. Was meint ihr, was die Antwort ist?
Die Beantwortung der Frage kann nur in eingestufter Form erfolgen. Die erbetenen Angaben zu einzelnen Geldwäsche-Verdachtsmeldungen sind als VS vertraulich gekennzeichnet und unterliegen somit der Geheimhaltung. Ganz mein Humor, ja, weil heute wurde vor Gericht ausgesagt, welche Geldwäsche-Verdachtsmeldungen denn wann ungefähr getätigt wurden und warum. Die Bundesregierung, sie schweigt sich aus, sie beruft sich auf den Geheimschutz. Ich weiß auch warum, weil ihre eigenen Leute mit an der Sache verwickelt sind. Es ist der eine Staatssekretär, der im Aufsichtsrat bei der Commerzbank war und von der Kündigung des Konsortialkredites gewusst haben muss. Der andere ist bis heute die rechte Hand von Olaf Scholz. Und die FIU und die BaFin hatten beide die Mitteilung der Wirecard AG. Firmen, Namen, Konten, Geldbeträge, hier Geldwäsche, bitte draufschauen. Passiert ist gar nichts. 4 Wochen später gab es die Gegenanzeige wegen Marktmanipulation gegen mehrere Personen. Und da soll mal einer sagen, es hat kein politischer Einfluss stattgefunden. Wenn kein politischer Einfluss stattgefunden hat, sollten wir diese Behörden einfach ersatzlos schließen und streichen, weil sie ihren Einsatzzweck völlig verfehlt haben. Völlig verfehlt. Wenn die von alleine so einen Schwachsinn betreiben, dann brauchen wir die wirklich nicht. Wenn sie allerdings politisch dazu angestiftet wurden, dann haben wir hier den ersten Schritt vom Ende von Olaf Scholz wieder aufgetan. Aber ich wette, er kann sich wieder nicht erinnern. Ist alles so viel zu tun gewesen als Finanzminister. Ich finde es nur spannend, dass die ganzen Dinge jetzt beim Gerichtsprozess ans Tageslicht kommen. Es dauert Jahre und Herr Braun sitzt schon 4 Jahre im Gefängnis. Mich würde es nicht wundern, wenn am Ende herauskommt, dass er wirklich der Geleimte gewesen ist bei dem ganzen Spiel, den man aufs Kreuz gelegt hat, der davon nichts wusste. Allerdings schwierig zu glauben, ich weiß. Ich bin gespannt, wann es wieder eine Mitteilung von Herrn Masalek gibt. Der hat sich nämlich auch schon schriftlich an das Gericht gewandt, um doch auf den Kronzeugen mal hinzuweisen, dass er hier die Schuld immer nur auf andere schiebt. Aber das ist eine andere Geschichte. Ich bin gespannt auf deine Meinung. Abonniere den Telegram-Kanal, den YouTube-Kanal, kommentiere dieses Video. Wie findest du das, dass wir 3 Jahre nach der Razzia und den laufenden Ermittlungsverfahren, die immer noch laufen, endlich mal erfahren haben, was die Commerzbank mit ihrer Risikobewertung denn über Wirecard wirklich gewusst hat und dass sie es ordnungsgemäß gemeldet haben? Und die Behörden haben genau die falsche Reaktion getroffen. Ob mit Einfluss oder ohne Einfluss, darfst du bewerten. Damit sage ich ciao, bis bald.